Ich habe Buddhas zentrale Lehren hier in Dhammapada im Einleitungsvers, im Eingangsvers, sagt Buddha, unser Leben wird von unserem Geist geformt und wir werden, was wir denken. Leiden folgt einem üblen Gedanken, wie die Räder eines Karrens den Ochsen folgen, die ihn ziehen. Vers 2. Unser Leben wird von unserem Geist geformt und wir werden, was wir denken. Freude folgt einem reinen Gedanken wie ein Schatten, der nie weggeht. Vom Geiste gehen die Dinge aus, vom Geiste gelenkt, im Geiste gemacht. Bei einem Weisheitslehrer habe ich den Satz gelesen, der mich sehr beeindruckt hat. Eine Krankheit eines gesund geborenen und aufgewachsenen Menschen entsteht dann, wenn sein Geist den Körper falsch informiert. Der Keim einer jeden Erkrankung ist die Falschinformation. Also wir gehen von einem gesund geborenen und gesund aufgewachsenen Menschen aus, natürlich, nicht? In dieser Definition von Krankheit. Und wir engen es noch ein in degenerative Erkrankungen, in gewebszerstörende Krankungen, die sich im Laufe eines falsch gestalteten Lebens entwickeln. Meist dauert es ja 30, 40 Jahre. Und dann soll man ganz schnell Hilfe kommen. Also der Keim einer jeden Erkrankung ist eine Falschinformation. Und ein Keim, mag er noch so bösartig für den Organismus sein, ist völlig problemlos für diesen, wenn das Milieu, der Gesamtzustand in einem Zustand ist, den die Evolution vorgesehen hat. Nicht? Der Keim wird umschlungen und aufgefressen. So sieht es die Evolution vor. Ein energetisch bösartiger Keim, die Falschinformation, ist ebenfalls für die Psyche völlig problemlos, wenn diese ebenfalls harmonisch ihrer Bestimmung gemäß beschaffen ist. Ein Keim ist wie ein Same. Ob und wie er wächst und wie beherrschend er für seine nächste Umgebung wird, hängt allein von den Gegebenheiten ab, die ihn verkümmern lassen oder aufblühen und wachsen lassen, eben vom Milieu. Ich darf an diese wegweisende Aussage erinnern, die dem Entdecker der Mikroorganismen im Körper zugeschrieben wird. Louis Pasteur soll am Ende seines Lebens in völliger Umkehrung seiner eigenen Lehre gesagt haben, das Milieu ist alles, der Keim ist nichts. Nicht? Dieser Satz war nicht von ihm, den hat er übernommen, aber das führte jetzt zu weit, er soll es gesagt haben. Falschinformationen, oft von Generation zu Generation weitergegeben, sammeln sich an, bekommen eine eigene Kraft, werden immer mehr, bis eines Tages, und das dauert oft Jahrzehnte, das Denk- und Empfindungssystem des Menschen kippt und die Psyche zusammenbricht unter der Last, die ein gemeinsames Merkmal hat. Diese Last, die getragen wird, ist nicht wirklich. Sie ist vom Gehirn erdacht, sie ist irreal und eingebildet. Die Psyche erspürt diese aufgenommenen und als Lebensgrundlage genommenen Informationen als nicht echt, nicht stimmig. Die Psyche revoltiert, aber sie weiß keinen Ausweg, weil sie die echten Informationen, die richtigen, nicht kennt.
Die Strategie des Gehirns ist dann, Fluchtwege zu konstruieren, um dem Grundproblem Herr zu werden. Aber alle diese Fluchtwege fahren an die Wand. Und das ist bei vielen Menschen um das 50. Lebensjahr herum der Fall. Und dafür werden viele Namen genannt, nicht Midlife-Crisis, Burnout, chronische Müdigkeit, Depression und so weiter. Die Summe der Falschinformationen, das Weltbild, das sich gefügt hat, erweist sich als nicht mehr handhabbar. Die Abschottung zur tatsächlichen Wirklichkeit, die ja nicht bekannt ist, durchbricht und die Gehirnsignale an den Körper sind fatal. Dann bricht an seiner schwächsten Stelle das biologische System zuerst zusammen. Es kann der Psyche nicht helfen, denn der Geist hat die Leitfunktion. Der Geist ist der Befehlsgeber des Körpers und wenn dieser zusammenbricht, was sollte da der Befehlsempfänger noch tun können? Die holistisch geordnete Welt hat als Bedingung für Stärke und Gesundheit der einzelnen Glieder ihre evolutionär bestimmte Ordnung. Geistige Falschinformationen sind wie zerstörerische Mikroorganismen. Beide zerstören die Ordnung, schaffen Unordnung und damit Krankheit. Und so kommt es, so kann es kommen, dass eine ganze Gesellschaft erkrankt und hält ihre Krankheit für normal. Und wie Erich Fromm gesagt hat, der große Psychoanalytiker, in einer kranken Gesellschaft hält man die Gesunden für verrückt. Nicht? Und an dieser Stelle stehen wir mehr oder weniger heute. Da wir alle auf der Flucht sind, wie sollte man es sonst in dieser Gesellschaft der Gier nach mehr aushalten, dann lasst mich diese Fluchtwege, die zur Krankheit führen, ganz kurz beschreiben, wobei wir den Fokus auf das zuerst legen sollten, was Erziehung oder Pädagogik bedeutet. Nicht? Ihre Funktion ist unumstritten und unbestritten das Einüben in die sozialen Formen des Zusammenlebens. Dieses Einüben ist fundamental, überlebenswichtig für eine Gesellschaft. Nur, welche sind die Inhalte, die an die nachfolgende Generation weitergegeben werden? Betrachten wir die Werteskala unserer sogenannten Zivilisation, dann spiegeln sich in ihr alle Falschinformationen als Gifte wider, welche den Menschen zur Höchstleistung bringen sollen, um ihn dann nach einer gewissen Zeit biologisch und psychisch zusammenbrechen zu lassen. Erziehung und Pädagogik vermitteln grundsätzlich Falschinformationen über das Leben. Nicht? Zum Beispiel so einige dieser Glaubenssätze, nicht? Der Mensch weiß nichts aus sich heraus. Er muss alles lernen. Nicht? Es gibt Fachleute für alle Lebensfragen. Nur wer gehorsam ist und sich anpasst, bekommt Lob und Zuwendung. Und der ist ein guter Mensch und der wird Erfolg haben. Und wer viel auswendig lernt, was er gesagt bekommt und das bei Bedarf abrufen kann, das ist ein intelligenter Mensch. Das Leben ist ein dauernder Konkurrenzkampf. Ich muss lernen, mich durchzusetzen und wenn es sein muss, mich durchzumogeln. Und ich muss perfekt sein. Und das Ziel, viel, viel zu haben, ist das größte Lebensziel. Zumindest muss ich mehr haben als die anderen. Dann noch, ich darf nicht auffallen. Und dann noch, die uns Regierenden haben das Wohl des Volkes im Sinn. Nicht? Seit Jahrtausenden werden diese Falschinformationen weitergegeben, auch in ganz harmlos erscheinenden Geschichten. Nicht? Alle reden vom schlauen Fuchs. Reden wir doch mal von den dummen Hühnern. Nicht? Wir Leichtgläubigen, wir sind die Hühner.
Es sind auch die Labormäuse. Und wer sind die Sklaven, welche den anderen Sklaven stolz ihre Ketten zeigen? Nicht? Schau mal her, meine glänzen besser als deine. Suchtmittel als Fluchtwege vor der Wirklichkeit sind bekannt. Besonders Drogen, Alkohol, Nikotin. Darüber muss nicht gesprochen werden. Was es anzuschauen gilt, sind die versteckten Fluchtwege, zum Teil von der Gesellschaft nicht nur anerkannt, sondern als vorbildlich dargestellt. All diese Fluchtmittel sind in ihrer harmlosen Version positiv. Ihr Problem ist die Suchtversion, welche die Realität ersetzt. Und jeder Fluchtweg, den ich einschlage, sorgt dafür, dass sich an meiner schmerzlichen Realität nichts ändert. Nicht? Fernsehen zum Beispiel, zum hypnotischen Steuerungsinstrument der Herrschenden degeneriert, mit Verhaltensbotschaften und Normierungen weg vom freien, selbstbestimmten Menschen hin zum denkfreien, verängstigten Massenkonsumenten. Nicht? Oder Radio ist zum plärrenden Lärminstrument verkommen, welches immer und überall die Stille vertreiben soll, bis hin zur Restauranttoilette, wo die einfindende Leere vertrieben werden soll, die sich beim Menschen einstellt, wenn plötzlich keine Animation mehr da ist. Nicht? Lesen engt sich heute durch das Ende der grundlegenden Schulbildung, bei welcher die Schreib- und Lesefähigkeit auf der Strecke bleiben. Lesen ist auf den Kreis der intellektuellen gesellschaftlichen Lenkern beschränkt inzwischen. Und die Anhäufung von abrufbarem Wissen wird zum Fluchtweg, wobei es wichtig ist, die Namen von allem zu kennen, die Inhalte zu kennen, ist nicht gefragt. Nicht das Handy, das iPhone ist in kurzer Zeit zum Suchtmittel Nummer 1 geworden. Gleich auf welche Parkbank wir schauen, beim Friseur, auf dem Bahnhof, im Flughafen, im Café. Überall sehen wir gebeugte Menschen, die nichts und niemanden wahrnehmen, außer ihren kleinen schwarzen Kästlein in der Hand, auf das sie starren. Und diejenigen, die dieses Kästlein mit Inhalten füttern, erklären den darauf starrenden Menschen die Welt. So wie der Sklave die Welt sehen soll. Dann Sexualität, nicht? Losgelöst von allem, was wir Liebe nennen könnten, ist ein großes, verdecktes Suchtthema geworden. Denn der tatsächliche Orgasmus scheint für viele das allerletzte Erleben von Authentizität zu sein, das letzte Spüren von ich bin tatsächlich. Dann die Arbeit, nicht? Als Hobby getarnt oder als andauerndes Tätigsein wird zur zwanghaften Flucht, besonders Arbeit mit der Zielsetzung Karriere um jeden Preis, ein gesellschaftlich hoch anerkannter Fluchtweg vor der Wirklichkeit. Der Preis, den man dafür zahlt, ist sehr hoch, denn mein Selbst muss einem totalen Anpassungsdruck weichen, was ein totales Zurückfahren meiner eigenen Identität bis zur Selbstaufgabe zur Folge hat. Positives Denken ist ein Fluchtweg, der in der Szene, die sich spirituell nennt, weitest verbreitet ist. Das daraus resultierende Übergutmenschentum, das oft nur die eigene Feigheit rechtfertigt, ist fatal. Dann käme das Essen nicht, wissen wir ja alle. Ein Fluchtfaktor, um den unerlässlichen Faktor der Nahrungsaufnahme herum wird ein Lug- und Druckgebäude aufgebaut. Nicht? Variante A ist die Fresssucht, Variante B der Essekel der Asketen und Variante C gibt es auch noch, ist ein Ernährungskonzept. Nicht? Und bei letzterem ist die Anerkennung Gleichgesinnter und ein irreal moralisch hochstehendes Selbstgefühl wichtiger als das Rufen des eigenen Körpers.
Nicht? Hier sollten wir aktuell das aus der USA importierte Vegan-Konzept sehr genau anschauen, wie es sich von dem altbewährten Rohkost-Konzept unterscheidet. Und der umfassendste Fluchtweg ist traditionell die organisierte Religion. Der Religionsglaube wird aber heute nahtlos durch den genauso irrationalen Wissenschaftsglaube ersetzt. Letztendlich sollte noch der Fluchtweg Beziehung und der Fluchtweg Krankheit angesprochen werden. Krankheit als Lustgewinn, nicht? Oder wie ich mit meiner Krankheit die Umgebung steuere bis terrorisiere. Ein großes Thema. Alle Fluchtwege haben eines gemeinsam, die innere Unruhe. Sie wird zwar durch das aktive Geschehen übertönt, wird aber sofort wieder spürbar, unerbittlich, wenn Ruhe oder gar Stille eintritt. Allen Fluchtwegen ist eigen, dass keine Kritik angenommen wird und dass jede Selbstkritik vermieden wird. Die anerkannten Fluchtwege, die Affentänze, die wir mittanzen, gliedern sich ein in das anerkannte Korruptionssystem unserer Gesellschaft, was hier grundsätzlich korrupt ist? Die Antwort ist einfach. Alles, was ich tue, um einen Vorteil zu erlangen, um mehr zu haben als andere, ist korrupt. Das muss grundsätzlich verstanden werden. Sprengt es doch unseren Bewusstseinsinhalt, der von Kindesbeinen an auf diese Korruption eingeschworen wurde. Und diese prinzipielle Grundkorruption ist eine evolutionäre Fehlschaltung des menschlichen Gehirns, oder mit Charon zu sagen und den wissenden Physikern, es ist eine Etappe, in der wir stehen, zum echten Menschsein, denn wir sind noch keine echten Menschen geworden. Dass wir, was wir heute als Fehlschaltung erkennen, ein großer Teil der Menschheit erwacht ja zu diesem Erkennen hin, dieser Fehlschaltung, ist hoffentlich die Etappe, die uns jetzt diese letzte Stufe weiterführt, vor der wir stehen. Unser Denkapparat zeigt sich heute noch letztendlich als eine persönliche Station der Zerstörung, um den Preis des eigenen anzunehmenden Vorteils. Und es geht immer und ausschließlich um diesen Vorteil, auch wenn ich mir diesen lediglich fantasiere, weil ich gar nicht in der Lage bin, es in Realität umzusetzen. Und es geht immer und ausschließlich um Vorteile, auch wenn ich diesen in große, edle Worte und vordergründige Taten versuche, unsichtbar zu machen. Und da ein Vorteil immer nur zu realisieren ist, wenn einem anderen Menschen oder Natur dadurch ein Nachteil entsteht, zieht jedes Vorteilsdenken eine Zerstörungsspur hinter sich her. Und das können ganz feine Energien sein, die von keinem der Beteiligten wahrgenommen oder wenn doch als Gott gegeben oder als natürliche Ordnung hingenommen werden. Jedoch Denken und seine Folgen sind eins, jedes Reden und seine Folgen sind eins und jedes Handeln und seine Folgen sind eins. Und dass sich unser Denken weigert, alle diese logischen Tatsachen wahrzunehmen, geschweige sie denn anzuerkennen, ist es behandlungsbedürftig. Dieses Denken, gesellschaftlich noch so hoch geachtet, in all diesen Gierkategorien und seien sie noch so fein und verschleiert, dieses Denken ist krank. So behaupte ich, aus meiner kleinen Sicht heraus zu sagen, der Homo sapiens in seiner jetzigen Form, in seiner westlich geprägten Form, ist prinzipiell geisteskrank. Wir alle sind das, mehr oder weniger ausgeformt, einfach weil wir Menschen sind.
Das Atman-Projekt der Evolution, die Selbstwertung des Menschen zu einem universell fühlenden und denkenden Wesen, wurde blockiert. Dies ist sicher. Wurde das Projekt dadurch beendet? Das wäre der Untergang des Homo sapiens in seiner jetzigen Form. Und nach meiner Sicht stehen wir aktuell genau an diesem Punkt, an welchem diese Frage eine ungeheure reale Dimension bekommt. Schaffen wir den Bewusstseinssprung zur Heilung und Weiterentwicklung dieses kranken, verharrenden Gehirns? Der Weg zum Glück, den ich wie jeder Mensch suche, ist der Weg zur Harmonie mit der Existenz. Dieser hat einen ungewöhnlichen Beginn, der tief verstanden werden muss. Ich muss komplett den gesamten Inhalt meines Bewusstseins, der sich bis zu diesem Jetztpunkt gesammelt hat, verneinen. Ich muss alles ablehnen, was bis dahin, bis zu diesem Wendepunkt, zu meinem Leben gehört hat. Ich muss mein komplettes Nein, mein kompromissloses Nein zu meinem bisherigen Leben umsetzen. Ich muss diesen Wendepunkt, diesen Moment des totalen Verneinens zwingend und unabdingbar gehen, denn es geht hier nur ganz oder gar nicht. Es gibt keine Kompromisse. Die Sufis haben für diesen radikalen Wendepunkt ohne Bedingungen einen Namen. Er heißt dort Tauba. Sie drücken dies religiös aus und sagen, dies wäre die weiteste Entfernung eines Menschenlebens von der göttlichen Kraft. Tauba, jetzt dreht sich der Weg um. Zurück zur Gott, zurück zur Quelle. Durch diese radikale Verneinung meines bisherigen Lebens habe ich die Kerkermauer meines Bewusstseins durchbrochen. Jenes hermetisch abgeschlossene Informationssystem, das allein aus der Vergangenheit und der Erfahrung besteht. Ich habe den Weg frei gemacht für einen neuen Informationsfluss aus meinem Gehirnraum heraus hin ins intelligente Wissen der Alleinheit. Jetzt hat die kosmische Intelligenz Zugriff in meinen Gehirnraum hinein auf mein Schicksal. Jetzt sind die Veränderungen hin zu jenen Zielen möglich, die ich ein Leben lang vergeblich angestrebt habe. Lasst uns ganz und gar diesen Schritt vollziehen, dass wir der göttlichen Intelligenz gestatten, die Gestaltung unseres Lebens zu übernehmen. Es ist alles vorhanden, um ein sinnerfülltes Leben zu führen. Zugreifen muss ich allerdings selbst. Greifen wir zu. Danke.